begleitet mich heute bei meiner Anreise ins Disneyland Paris. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Vlog-Reihe über das Disneyland Paris. Und ja, wie man vielleicht im Hintergrund erkennen kann, ich bin schon am Flughafen und gehe zu meinem Gate. Hab schon eingecheckt, eingecheckt muss. Ich muss aber kein Gepäck abgeben. Security habe ich jetzt auch durch und jetzt gehe ich zum Gate. Fliege heute wieder mit Air France um 18.50 Uhr aus Zürich. Landen tun wir so kurz nach 8. Google Maps hat mir gesagt, dass es doch ein TGV gibt, aber auf der französischen Seite, selbst wenn man die Tickets bucht, gibt es kein TGV. Das heißt, wahrscheinlich muss ich mir ein Uber nehmen. Was ein bisschen teurer wird, aber bevor ich 1,5 Stunden mit dem RER durch die Gegend gurke, nehme ich halt den Uber. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ich verbringe mit Sven und Daniel das Wochenende im Park. Die sind heute auch schon ein bisschen früher da. Vielleicht fahren wir heute schon eine Runde Small World. Hat ja jetzt seit heute offiziell eröffnet und ich bin sehr gespannt. So wird es so fahren. Sieht schon auf Bildern alles so fresh aus. Ansonsten wollen die zwei heute Dreams und Disney Light gucken. Das heißt, es werden lange Abende, kurze Nächte mal wieder. Und heute nehme ich euch dann für die paar Stündchen, wahrscheinlich so 2 Stündchen werde ich noch im Park haben, mit. Und ja, zeige euch jetzt auch noch die Anreise. So, gut gelandet hier in Paris und was ich bei Air France immer so gut finde ist, der Flug ist nicht mal 1 Stunde und es gibt trotzdem noch was zu essen. Getränke, Kaffee, Cola, also echt gut bei Air France. Und die sind günstiger trotzdem vom Flugpreis her als die Swiss. Bei Swiss gibt es nur eine Tafel Schokolade, nicht mal eine Tafel, ein Kästchen. Ja, ich soll jetzt den Ausgang und nehme heute mal den Uber. Ja, nach 20 Uhr fährt hier einfach nichts mehr. Kein TGV. Kein Magical Express. Es fährt noch der RER, also die U-Bahn, S-Bahn, wie man es auch mal nennen möchte, also der RER. Aber da fährt man halt fast 1,5 Stunden. Muss erst in die Stadt reinfahren und dann von der Stadt aus wieder zurück zum Park. Und das möchte ich heute Abend jetzt nicht. Wäre zwar die günstigste Alternative, aber auch die längste. Ich suche jetzt den Ausgang. Bestell mir dann Uber, dann brauche ich knapp eine halbe Stunde in den Park. Uber liegt so bei knapp fast 70 Euro. Ist natürlich jetzt nicht günstig, aber ja, so jetzt muss ich gucken. Taxis links. Also wenn ihr zum Uber abholen wollt, müsst ihr nicht zu Taxis, sondern da könnt ihr schon mal das Taxi auch nehmen, sondern ihr müsst links zu Ride App Pickup. Doch korrigieren. Ist auch das erste Mal, dass ich hier Uber nutze vom Flughafen. Ich musste hoch, also zu Departure, also zu Abflug und dann zu Exit 6, 7 und 8. Aber das sagt dir die Uber-App auch ganz genau. Man soll angeben, welches Terminal man ist, E, F, was auch immer. Ich war jetzt 2F und dann sagt er dir auch Departure und Exit 6, 7, 8. Aber ich habe auch so einen netten Mitarbeiter hier gefragt und der hat mir auch geholfen, dass ich eine Etage hoch muss. Ja, jetzt kommt er in 6 Minuten hoffentlich und dann bin ich in einer circa halben Stunde im Disneyland. Wir sind dann angekommen, erstmal die Ohren anziehen, wo sie gerade schief sitzen. Die Fahrt dauert knapp 35 Minuten und der Uberfahrer setzt euch beim Village ab, also da vorne beim Five Guys und beim Papiano. Ja,
Jetzt muss ich noch kurz mein Gepäck abgeben, weil mit dem Trolley kann ich ja nicht in den Park. Und dann treffe ich Sven und Daniel. Und ja, dann geht's mir erstmal auf eine Runde Small World, würde ich sagen. Und dann suchen wir uns ein Plätzchen für Dreams. Ich weiß, es kommt wieder die Frage, wo ist denn die Gepäckabgabe und so weiter. Ich plane in den nächsten 2 Tagen ein Video für Jahreskarteninhaber, wo man das Gepäck abgeben kann, wo man Rollstühle und Kinderwagen ausleihen kann und so weiter und so fort. Weil die Fragen häufen sich jetzt in letzter Zeit. Ich habe Haare im Gesicht. Deswegen versuche ich wirklich mein Bestes, um euch dieses Video zu drehen in den nächsten 2 Tagen. Genau, das wird euch auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, das ist schon mal das Disneyland Hotel. Immer noch dunkel. Und ja, erstmal Gepäck abgeben. Und dann geht's in den Park. Schaut mal, wen ich getroffen habe. Zufällig. So ganz zufällig. Ja, damit hätte ich es nicht gerechnet. Hallo. Ja. Was hast du denn da? Das sind diese wundervollen neuen Mickey Mouse 30 Jahre Ohren, die Mickey ja in groß bei Dream and Shine Brighter trägt oder wenn er oben auf dem Bahnhof draufsteht. Also das ist ja sein 30 Jahre Outfit, ne, das Jubiläumsoutfit. Und das wurde ja, ich glaube im Januar, so Mitte, Ende Januar oder so, wurde es ja angekündigt als Merch. Und da haben wir ja eigentlich schon am 12. April mitgerechnet, weil wir gesagt haben, okay, es macht ja jetzt eigentlich Sinn, zum Geburtstag diese Ohren rauszubringen, weil so lang ist ja jetzt auch nicht mehr 30. Geburtstag. Jetzt ist heute der Tag der Tage, nicht nur am 5. Mai. Es ist der 5. Mai. Genau, seit heute Morgen gibt es diese tollen Ohren zu kaufen. Man hat uns so ein bisschen getuppt, weil sie sollten eigentlich größer sein. Ne? Also dieses Hütchen sah auf dem Bild tatsächlich größer aus, auf dem Artwork. Aber es ist trotzdem schön. Also dieses Iridescent, Oil Sleek Gedöns kommt sehr gut rüber. Ich bewege es mal gerade hier so ein bisschen. Kann man das sehen? Also im Sonnenlicht, dann ist es ein Shine Brighter. Oh. Habe ich eben schon gesagt, ja. Den Witz. Was kosten sie denn? 35 Euro. Das ist doch ein Schnäppchen. Eigentlich sollte ja, Mickey hat ja in seinem, kann ich mal hier zeigen? Kann man das sehen? In seinem Hut hat er die 30 eigentlich so drin. Kann man es so? Nee, magst du das mal ein bisschen dunkler machen? Mach mal ein bisschen dunkler. Ich mal gucken, ob man da nichts Fieses sieht. So, sieht man es jetzt? Ja. Genau, da sieht man, da ist die 30 drin. Und so sollte es eigentlich auch sein, aber... China hat es nicht hinbekommen. Man hat die 30 jetzt hier so vorne so als kleines, als Brosche oder Emblem vorne dran ge... Ich bin gespannt, wann diese Steinchen abfallen. Es ist aber trotzdem schön. Also ich finde sie wirklich schön. Zieh mal an. Schaut. Oder? Es sieht so ein bisschen aus wie Beppo der Clown. Ne? Also wenn ich jetzt Jonglagebälle hätte, würde ich jetzt jonglieren. Aber es ist schön. Oder? Sind wir uns mal ein. Es ist schön. Ich habe sie ja auch da drin. Und Fibrina. Ja, haben wir. Das soll man vielleicht auch mal zeigen. Schaut mal. Also, die werden ja immer krasser hier. Schaut mal, wie die verpackt sind. Dass da nichts dran kommt. Wie soll ich das ins Handgepäck für Fibrina verpacken? Daran hat man nicht gedacht. Es ist für Autofahrer geeignet. So, jetzt aber möchte ich It's a Small World fahren. Mach mal. Sind wir schon gefahren. Ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Es ist halt It's a Small World, ne? Aber es ist alles frisch renoviert. Also man sieht überall noch praktisch so imaginär die Schilder stehen, frisch gestrichen. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Da ist es, It's a Small World. Das bekannte Tacken ist zurück. Und ja, dann drehen wir mal eine Runde um die Welt.
Caesar, it's a small world. Ja, ist schön, aber es ist, als wäre es nie geschlossen gewesen. Einmal gefahren, jetzt ist auch gut. Ne? Wir haben alles gesehen. Wir haben alles gesehen, aber es sieht aber schön aus. Ja. Es sieht schön aus. Aber wir laufen jetzt hier gerade durchs Fantasyland. Hier ist niemand mehr, nur ja. Mitarbeiter. Ein paar Gäste, so ein, zwei, aber es, wir dachten irgendwie, Dumbo ist, fährt nichts mehr. Alles aus. Teetassen ist ja, weg. Peter Pan ist auch aus. Peter Pan ist auch aus. Ja, dann können wir auch wieder zurückgehen. Oh nein, wir können doch da durchgehen. Ja, dann müssen wir aber außen rum. So, wir gehen durch den Adventureland-Eingang. Ja, aber ist was schön. Also, sieht frisch aus. Die Rollstuhlpuppen sind ja jetzt auch drin. Habe ich gesehen. Daniel hat mir mal schön hingezeigt. Ja, ja. War schon gespoilert. War schon gespoilert, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und wir suchen jetzt ein Plätzchen fürs Feuerwerk. Denn Daniel hat noch das neue Delight noch nicht gesehen und Sven hat Dreams noch nicht gesehen. Bei Delight muss ich immer an so eine Pralinenmischung denken, ne? Hört sich doch wirklich so an. Ah, ich muss singen üben. In deiner Welt. Für morgen schon mal üben. Flieg mit mir durch die Nacht. Ein kleiner Vorgeschmack Sie für morgen. Sie gehört ihr Prinzessin. Oh, ist romantisch. Ja, wir üben schon mal für morgen. Wenn ihr das niemals darfst du vergessen, tief im Herzen bist du frei. Ich sieh muss, dich einfach nur um. Ich muss die Melodie hören, sonst kann ich das nicht singen. Eine Welt voller Wunder. Pirates. Auf und hinunter. Pirates? Schaffen wir das? Das dauert doch ewig. Das habe ich einen Text gehabt. Nee, wir gehen. Ja. Wir gehen. Ja, also wenn ihr das sehen wollt, was morgen alles passiert während der Challenge, müsst ihr dann in Daniels Video vorbeischauen, was wann online kommt. Ja, das weiß ich noch nicht so. Das wissen wir noch nicht. Aber wenn ihr seinen Kanal abonniert habt. Das ist mal geplant für Sonntag, aber das weiß ich nicht. Je nachdem, wie wir morgen zerstört sind, habe ich vielleicht nicht Lust bis mitten in die Nacht, weil wir wollen ja übermorgen extra Magical Hours machen. Ja, wegen mir. Deswegen wird es vielleicht einen Tag verschoben. Aber wenn ihr seinen Kanal abonniert habt, dann... Wir müssen morgen nach London. Stimmt, morgen wird ja der König gekrönt. Wir sind hier eingeladen. Morgen wird König Charles gekrönt und wir verpassen das. Ich bin eigentlich voll der Royal-Fan. Das wäre unsere 10. Challenge. Wir haben noch keine 10. Challenge. Wir müssen uns gegenseitig krönen. Mit den Ohren oder was? Mit den Ohren, mit so einem 1000-Euro-Diadem aus dem Haribas-Store. Ja, wenn du es mir sponserst, gerne. Naja, so, mein Arm wird schwer. Wir suchen jetzt einen Platz. Ja, wir haben die Light leider ohne Drohnen gesehen, denn es hat geregnet. Die Light-Version. Und Disney Dreams. Es hat leider die ganze Zeit geregnet und was mich richtig nervt, ist mal diese Völkerwanderung während der Show. Also mittendrin entscheiden sich einfach, wir gehen jetzt. Als komplette Familie müssen sich überall durchquetschen. Das nervt mich immer tierisch. Naja, wir haben jetzt unseren, also wir haben meinen Koffer abgeholt, sonst hätte ich heute nackt schlafen müssen. Oh, Simone. Daniel hat jetzt Hunger. Möchte Schicki-Nuggets. Ja. Wir möchten zum goldenen M. Und dann zeige ich euch noch unser Zimmer im, im Campanile-Hotel, wo wir eigentlich... Schnell. Geht schnell. Aber da sind wir halt sehr oft.
ist unser Go-To-Hotel. Das ist ein Stammhotel. Stammhotel, wo wir immer sind. Fast immer. Ja, da hat er die Idee, zum Goldenen M zu fahren. Jetzt sind wir beim Stehtreif. Weil drin hat es zu ab 0 Uhr bis 6 Uhr morgens. Man muss hier draußen bestellen und dann mitnehmen. Takeaway. Takeaway, Stehtreif. Wir hätten auch McDrive fahren können. Das versteht doch keiner. Das ist McStay. Das ist McStay. McStay. McStay, not McDrive. McStay. Ja, was holst du dir denn? Ich weiß ja noch nicht, was ich dachte an. Salat? Nee. Nee? McDonald's und Salat ist da schon ein bisschen komisch, oder? Also schon mit Chicken Nuggets. Chicken Nuggets? Chicken Nuggets. Nuggets. Bitte? Daniel hat gerade gesagt, er schläft nackt. Sven möchte dagegen Einspruch erheben. Oh nein. Ich bleibe in meinem Dress so hier verliegen. Weil hier ein bisschen warm ist. Also ich gebe euch eine Roomtour, so viel gibt es nicht zu zeigen. Ein Doppelbett für die Herren. Da können sie dann kuscheln. Dann mein Bett direkt hier am Fenster. Guck mal, das sieht aber voluminös aus, ne? Mein Bett, ja. Ohne. Kennst du noch den Fernseher? Ja, mit der Minimaus. Mit der Minimaus, da haben sie mich ja mal veräppelt mit Prina. Was haben wir noch? Wir haben eine Lampe, wir haben einen Wasserkocher mit drei Bechern. Dann gibt es hier Tee, mache ich immer sehr gerne. Dann haben wir einen Schrank mit 5 Bügeln und das Bad. Ja, Toilette. Dusche, Handtücher, alles, was man braucht. Also das ist mal das, was haben wir jetzt eigentlich für die zwei Nächte? 210 für zwei Nächte für drei Personen. Da ist unser Meckes und wir verabschieden uns jetzt. Wir essen jetzt und... Haus meins. So, nee, ich schlaf hier. Wir sagen jetzt Tschüss. Tschö. Gute Nacht. Wir essen doch jetzt erst. Ja, wir essen jetzt und wir sehen uns morgen in aller Frische wieder. Tschüss.